Nach Stunden der Erzählungen des aufdringlichen Wirtes erwacht ihr endlich. Und zwar mit dem Gesicht auf dem Tisch in einer Mischung aus Mortadella, Met und eurem eigenen Speichel. Ihr könnt euch nur noch vage an das Geplapper über Gott, Kinder, Dunkelelfen und irgendwas über goldene Unterwäsche erinnern. Schwerfällig hebt ihr den Kopf und blickt in das Gesicht des Zwerges, dessen Aufmerksamkeit ihr schon früher am Abend erregt habt. Ich hätte euch warnen sollen. Dieser Bierzapfen hört einfach nicht auf zu palavern. Unterhalter für den Abend, hat er gesagt. Bei Moradin, das liegt offenbar im Auge des Betrachters. Was? Das Auge des Betrachters? Ruft es plötzlich von der Theke her. Unmittelbar und ungefragt eilt der Wirt erneut herbei. Dazu fällt mir eine interessante Geschichte ein. Stöhnend lasst ihr den Kopf zurück in den Brei der letzten Stunden sinken. Eye of the Beholder war eines der ersten Rollenspiele der Vergessenen Reiche, das im Pseudo-3D-Look daherkam. Es erschien 1990 für Amiga und PC, wurde aber 4 Jahre später für Super Nintendo und Sega Mega CD neu veröffentlicht. Und um das mal kurz loszuwerden, das ist ein bescheuerter Name für eine Konsole. Was ihr seht, ist die SNES-Version, die leider sowohl grafisch als auch akustisch nicht mit der Amiga-Version mithalten kann. Dafür unterstützt sie aber die Nintendo-Maus und ohne diese würde ich das Spiel auch gar nicht erst anrühren. Die Handlung ist schnell erzählt. In den Kanälen unter Tiefwasser gehen böse Dinge vor sich und die Fürsten der Stadt suchen nach Helden, die sich die Sache mal ansehen. Kaum ist das Quartett durch eine Klappe ins Labyrinth eingestiegen, ertönt eine Stimme, der Zugang stürzt ein und der einzige Weg, der bleibt, ist durch die Tiefen der Erde. Irgendwas an der Geschichte fand ich immer suspekt. Woher wissen die Fürsten von Tiefwasser, dass etwas in der Kanalisation nicht stimmt und wie äußert sich das überhaupt? Aber ich wittere da wohl nur mehr Verschwörung, als mir das Modul bieten kann. Wie der Name und das Cover der Schachtel schon zeigen, ich nehme also nichts vorweg, ist die Wurzel allen Übels ein uralter Augentyrann. Auf dem Weg in dessen Versteck mischt man sich noch in die Streitigkeiten von Zwergen und Dunkelelfen ein und verprügelt die üblichen Verdächtigen der Vergessenen Reiche. Kobolde, Sauhagin, Illithiden, Drow und jede Menge Spinnen. Wie kommt es eigentlich, dass so viele Fantasy-Spiele und Fantasy-Filme Spinnen hat, die in Horden leben? Das sind so ziemlich die einzelgängerischsten und territorialsten Tiere, die mir auf die Schnelle einfallen. Völlig im Gegensatz zu Wölfen, die in den romantischen Vorstellungen kleiner Mädchen immer einsam sein müssen, obwohl es Rudeltiere sind. Egal, zurück ins Betrachterlabyrinth. Zu Beginn erstellt sich der Spieler seine Charaktere. Es müssen 4 sein, wobei sich noch 2 weitere im Laufe des Abenteuers anschließen oder gefallene Mitstreiter ersetzen können. Jede Figur bekommt anschließend noch ein hübsches Porträt spendiert, die sogar gewisse Ähnlichkeit mit anderen Charakteren aufweisen. Ihn hier kann man zum Beispiel eigentlich nur Logan nennen, oder? Und das hier ist ganz klar jemand, der Jade heißt. Zum Gameplay. Es ist ein reiner Dungeon Crawler. Und da wir uns konstant in engen Tunneln aufhalten, können nur die vorderen beiden Figuren Nahkampfwaffen einsetzen. Dafür stecken diese auch fast sämtlichen Schaden ein, den uns Gegner verursachen. Also gleich daran denken, Magier und Co. nach hinten zu stellen und mit Wurfdolchen und so einem Kram auszustatten. Beide Hände einer Figur können mit Items belegt und durch Anklicken aktiviert werden. Das gilt für jede Form von Waffe oder Zauber. Die Kämpfe können mitunter ganz schön hektisch werden, wenn es zum Beispiel darum geht, jemanden zu heilen, kann aber auch daran liegen, dass ich mit recht wenig Umsicht gespielt habe. Dabei ist Umsicht ziemlich wichtig, denn auch der Hunger muss von Zeit zu Zeit gestillt werden. Dazu können wir hier und da Essenspakete der Verliesbewohner ergattern. Im Grunde dient dies aber nur dazu, den Spieler anzutreiben, damit er nicht nach jedem Kampf erstmal die üblichen 8 Stunden Rast einlegen kann, was das Ganze ein wenig leichter machen würde. Denn ich finde Eye of the Beholder ziemlich knackig von der Härte her. Man kann jederzeit speichern und sollte dieses wohlmeinende Angebot auch regelmäßig nutzen. Obwohl das Prinzip nicht nach viel zu tun klingt, bleibt es dennoch ein recht langes Spiel. Der Dungeon hat 12 Etagen und während man die erste noch recht schnell schafft, so kann man mit allem darunter ziemlich viel Zeit verbringen, da die Labyrinthe zunehmend größer und unübersichtlicher werden. Eine eigene Karte ist daher nicht das Schlechteste. Ich zum Beispiel habe das sträflich unterschätzt und mich bereits in der 2. Etage verlaufen. Zur Auflockerung des Ganzen gibt es hier und da kleinere Schalterrätsel, aber nichts, was einem versierten Abenteurer groß ins Schwitzen bringen sollte. Auch ein paar Nebenaufgaben sind zu finden, aber im Großen und Ganzen ist das Spiel ziemlich geradlinig. Es erschienen kurz darauf noch 2 weitere Teile, die sich ganz ähnlich spielten, aber dafür eine größere Außenwelt und mehr Story boten. Herzlich willkommen zu Demon's Stone für PC, Xbox und PlayStation 2. Oder wie ich es gerne nenne, Salvatore Fanservice, das Spiel. Na, war wahrscheinlich der Arbeitstitel. Ohne Spaß, die Handlung wurde von Robert Anthony Salvatore geschrieben und er hat verdammt nochmal dafür gesorgt, dass das auch jeder mitbekommt.
Unser Heldentrio besteht aus einem Soldat aus Nesme, einem Zauberer aus Silbrigmond und natürlich die obligatorischen guten Drow-Außenseiterin. Dazu eine Portion Kelvin Schwarzstab, ein Schuss Bristo-Orden und eine Prise Thibodoff Puent. Aber stört mich das? Keineswegs. Es ist ein Spiel für Salvatore-Fanboys, die alles von ihm kaufen, egal wie lange er schon keinen guten Band mehr geschrieben hat, und das schließt mich schließlich mit ein. Worum geht's? Irgendwo in Ferun sind zwei Orkstämme gerade dabei, sich zu zerfetzen, und drei Fremde geraten zwischen die Fronten. Der Krieger Ranek, der Magier Ilios und die Diebin Sai. Während des Tumults müssen sie sich zusammenrotten und flüchten in eine geheimnisvolle Kristallmine, in deren Tiefen der Dämonenstein versteckt liegt, in dem zwei verfeindete Externare gebannt wurden. Es kommt, wie es kommen muss, die beiden Warlords, ein Slaatfürst und eine Githyanki-Generälin, werden befreit und überziehen das Land erneut mit Krieg. Um ihren peinlichen Fehler wieder zu beheben, bittet das Trio den alten Kelvin Schwarzstab um Rat, der ihnen den Auftrag erteilt, einen neuen Dämonenstein zu besorgen. Und der einzige, von dem er weiß, befindet sich im Heiligtum der Yan-Ti, also geht's auf die Reise in den Dschungel von Chult. Soweit eine grobe Zusammenfassung. Natürlich gibt es noch weitere populäre Schauplätze wie Mithril-Halle und das Unterreich, aber ich will ja nicht gleich alles verraten. Die Spielmechanik dürfte dem einen oder anderen sehr bekannt vorkommen, denn es handelt sich größtenteils um das gleiche wie bei Der Herr der Ringe, die zwei Türme. Soll heißen, man rennt durch die Gegend und metzelt alles, was sich bewegt. Wenig verwunderlich, denn beide Spiele sind vom selben Entwickler Stormfront Studios. Grundlegend können alle drei Figuren das gleiche. Zuschlagen, blocken, Gegner von sich wegstoßen, am Boden liegenden Gegnern den Gnadenstoß geben, Fernkampfwaffen einsetzen und so weiter und so fort. Die Spezialfähigkeiten sind dann aber das Salz in der Suppe. So findet Ranek ein paar Handschuhe der Ogerkraft, mit dem er Hindernisse zermalmen und Feinde in die Flucht schlagen kann. Sai kann springen und entlegene Orte erreichen, sowie sich im Schatten verstecken und hinterhältige Angriffe ausführen. Und Ilios hat als einziger keine Munitionsbegrenzung und benutzt zur Unterstützung magische explodierende Kugeln. Von den Erfahrungspunkten und dem Gold, das der Spieler während der Level erbeutet, kann er seine Helden hinterher mit neuer Ausrüstung und neuen Fähigkeiten ausstatten. Wem das in einem Actionspiel zu öde ist, der kann das Ganze auch automatisch durchführen lassen, was ich für eine gute Idee halte. Ein zusätzlicher netter Touch ist, dass man die neue Ausrüstung auch sieht und dass sie nah an die Vergessenen Reiche gehalten wurde. Also zum Beispiel Ilios Projektile. Er fängt an mit magischen Geschossen, dann wird es zu Mavs Säurepfeil, dann zum Blitz und so weiter. Demon's Dawn ist übrigens komplett auf Deutsch synchronisiert. Die Stimmen gehen, naja, bestenfalls in Ordnung. Das sind die Trolle, die Nesme angriffen. Aber irgendwie habe ich viel zu oft das Gefühl, dass da nur Sprecher vor dem Mikro stehen, die keine Ahnung haben, worüber sie eigentlich reden. Ihr seid hier, weil das Drow-Blut in euren Adern brennt. Für Freunde von englischen Sprachausgaben sei daher angemerkt, dass die ebenfalls eine Option ist, denn die hat nämlich große Namen wie Patrick Stewart und Michael Clarke Duncan zu bieten. Ist das Spiel also eine Empfehlung? Kommt drauf an. Es ist von der Sorte, die man sich übers Wochenende aus der Videothek ausleiht, durchspielt und einfach ein kurzweiliges Metzelabenteuer hat. Es ist auch nicht besonders lang, was ebenfalls eine gute Sache ist, denn kurz bevor ich anfing, das Kämpfen öde zu finden, war das Spiel auch schon vorbei. Für mich als vergessene Reiche-Fan hat es auf jeden Fall ein paar Highlights zu bieten. Vor allem, wenn man gerade Baldur's Gate 2 hinter sich hat und sich von Golems vermöbeln lassen musste, ist es einfach zu befriedigend, mal selbst einen Golem spielen zu dürfen und unaufhaltsam Massen von Gegnern wegzuwischen, als wären es Fliegen. Dann ist da noch Mithril-Halle, eine Mission, in der ich endlich mal in die Rolle von Bristo Orden schlüpfen durfte, um die Tore der Zwergenstadt vor einer Troll-Invasion zu schützen. Was sowohl Segen als auch Fluch ist, denn nun habe ich mich gefragt, warum ich überhaupt diese drei Nasen spielen muss und nicht die Truppe um den Dunkelelfen und ihn selbst. Mein Lieblingslevel bleibt aber der Dschungel von Chult und der Yan-Ti-Tempel, denn Chult war schon immer ein Fleck auf der Landkarte, der mich interessiert hat. Und wer hätte es gedacht? Orden von Spinnen möchten bekämpft werden. Fazit: Demon's Dawn ist durchaus mal einen Blick wert. Zurück zu Baldur's Gate, aber nur dem Namen. Denn das ist alles, was die Baldur's Gate Dark Alliance Spiele mit ihren PC-Vettern gemeinsam haben. Und würde ich nun tatsächlich Vergleiche zwischen beiden Reihen anstellen, so würde mein Urteil über Dark Alliance weit vernichtender ausfallen. Also vergessen wir für einen Moment den Namen Baldur's Gate und nennen es einfach nur Dark Alliance. Hier stellvertretend der zweite Teil zu sehen. Zu Beginn stehen fünf vorgefertigte Figuren zur Wahl. Eine Menschenklerikerin, ein robuster Zwergenschurke, eine Drow-Mönchin, ein Mondelf-Nekromant und ein menschlicher Barbarenkrieger. Hat man sich entschieden, geht's ab in die Region rund um und in Baldur's Tor, um eine nicht enden wollende Woge wilder Monster zu verdreschen. Zwischendurch gibt es ein paar knappe Dialoge, die die Handlung vorantreiben, bei der es um einen Konflikt zwischen den Hafnern und einem Vampir geht.
Wirklich auf die Geschichte geachtet habe ich nie besonders, weil mich schon das Gameplay nicht so recht vom Hocker hauen konnte. Es ist ein langes, monotones Knöpfchengehämmer, das unheimlich schwer in Fahrt kommt, weil man die ersten 2 Stunden nur damit beschäftigt ist, gerade mal 4 verschiedene Gegnertypen zu bekämpfen. Goblins, Wölfe, Fledermäuse und natürlich ein Nest von Riesenspinnen. Einziger Lichtblick ist der 2-Spieler-Koop-Modus, denn mit einem Kumpel kann man zumindest nebenbei noch ein paar blöde Sprüche reißen. Einige mögen jetzt einwenden, was ich erwartet hätte. Schließlich ist es nur ein Hack and Slay. Nun, das mag sein, ich daddel ja selbst sogar sehr gern diesen Steven Seagal unter den Videospielgenres, aber bei der großen Konkurrenz sollte so ein Titel auch immer ein wenig mehr zu bieten haben. Ich weiß zumindest nicht, warum ich Dark Alliance 2 spielen sollte, wenn ich auch meinetwegen X-Men Legends 2 für GameCube haben kann. Das ist praktisch das gleiche Spiel, allerdings mit 4-Spieler-Koop-Modus und einer weit, weit größeren Charakterauswahl. Es ist zwar noch möglich, Driss the Orden und sogar Artemis Entreri freizuspielen, aber das rettet den Gesamteindruck leider nicht mehr. Puh, eigentlich sollte das gar nicht so ein Verriss werden, aber mehr habe ich auch nicht anzubieten. Es ist, wie ich schon mal an anderer Stelle erwähnte, ein nettes, aber durchschnittliches Spielchen. Nach diesen 2 Action-Titeln schließen wir den Kreis mit einem Rollenspiel, Pool of Radiance von 2001. Kenner werden jetzt aufschreien und sagen, dass ich mich um knapp 13 Jahre verrechnet hätte, denn Pool of Radiance sei doch von 1988. Puh, lasst uns mal die Verwirrung verschlimmbessern. Ende der 80er und Anfang der 90er war eine der wichtigsten Firmen, wenn es um RPGs ging, SSI. Die waren vor allem bekannt für ihre sogenannten Goldbox-Games, zu denen zum Beispiel auch Eye of the Beholder gehörte. Das erste dieser Goldbox-Spiele war Pool of Radiance, das damals als wegweisend galt. Im selben Jahr spross aber noch eine andere Spieleschmiede aus dem Boden, Stormfront Studios, von denen wir gerade noch bei Demon's Dawn sprachen. SSI beauftragte Stormfront mit weiteren Spielen für ihre erfolgreiche Goldbox-Reihe, sodass die beiden Firmen immer wieder zusammenarbeiteten. Der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit war 1991 mit dem ersten grafischen MMORPG der Spielegeschichte, Neverwinter Nights. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Im neuen Jahrtausend schließlich gab SSI ihren Kollegen den Auftrag, das Urgestein Pool of Radiance neu aufleben zu lassen. Dann kam Ubisoft des Weges und schluckte SSI, das Spiel jedoch wurde weiterentwickelt und nur unter dem neuen Publisher veröffentlicht. So viel zu den Gründen, warum wir 2 Spiele desselben Titels haben, die aber von unterschiedlichen Entwicklern sind und es sich auch nicht um ein Remake handelt, wie man vielleicht glauben würde. Im Grunde haben die beiden, bis auf den Schauplatz, wenig gemeinsam, obwohl man hier und da die alten Wurzeln durchkommen sieht. Zum Beispiel, dass der Spieler sich wieder 4 Helden erschafft und 2 weitere Plätze offen bleiben für Figuren, die er unterwegs findet. Der wesentlichste Unterschied zu allen bisherigen Spielen, die ich vorgestellt habe, ist, dass wir es hier mit einem rein rundenbasierten Kampfsystem zu tun haben. Sobald Monster ins Bild kommen, wird über den Initiativewert die Reihenfolge ausgewürfelt. Wie weit sich eine Figur in einer Runde bewegen kann, hängt hauptsächlich von 2 Dingen ab. Wie sehr sie körperlich belastet ist und welcher Rasse sie angehört. Sind alle Trefferpunkte eines Partymitglieds auf 0 gesunken, stirbt er nicht sofort, allerdings hat der Rest der Gruppe nur wenig Zeit, dessen Wunden zu versorgen. Wird angezeigt, dass sich der Gefallene außer Lebensgefahr befindet, bleibt er zwar den Rest des Kampfes K.O., kann aber anschließend kuriert werden. Am besten eignet sich dafür natürlich eine Rast. Das Lagersymbol hier unten hilft dabei. Wenn es grün ist, ist der Ort, an dem ihr euch befindet, sicher. Bei gelber Farbe habt ihr eine 50-50 Chance, von Feinden überrascht zu werden. Und bei rot ist es sicher, dass ihr angegriffen würdet. Und glaubt mir, ihr wollt das nicht. Zwar hält immer ein Charakter Wache, aber der muss dann entweder alle Feinde selbst besiegen oder versuchen, die anderen zu wecken. Ich muss sagen, ich mag das rundenbasierte Kämpfen. Man kann sich in Ruhe einen Überblick verschaffen und eine Strategie entwickeln. Demgegenüber steht leider, dass es hier und da kleinere Macken hat. Zum Beispiel, wenn eine Figur nach einem Angriff noch Bewegungspunkte übrig hat. Dann erwartet das Spiel eine Antwort, wie ihr damit umzugehen gedenkt. Normalerweise müsste dafür der Befehl Abwarten in Frage kommen, um die Runde zu beenden, aber nein, das wird als Antwort nicht akzeptiert. Nun müssen die restlichen Bewegungspunkte dadurch verbraucht werden, vorsichtig um das Monster herumzurennen, denn bewegt man sich nur einen Schritt zu weit vom Gegner weg, wird das als Flucht gewertet und der Charakter kriegt einen Gelegenheitsangriff in den Nacken. Das mag jetzt nach einem ziemlich nichtigen Kritikpunkt klingen, aber ich gebe zu bedenken, dass wir es hier wieder mit einem Hack and Slay zu tun haben, bei dem wir fast nonstop in Kämpfe verwickelt und daher ständig mit diesem Problem konfrontiert sind. Ich räume aber ein, dass es auch an mir liegen könnte. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit und ich kenne sie nur nicht. Gut möglich. Pool of Radiance ist übrigens ein langes Spiel, das will ich gleich vorwegnehmen. Es gibt zwar wie schon bei Eye of the Beholder nur einen großen Dungeon, aber gegen die Ruinen von Mythdrenner ist das Betrachterlabyrinth eher ein Schuhkarton.
Den kleinen Oberweltabschnitt mal nicht mitgerechnet, habe ich locker an die 6 bis 7 Stunden gebraucht, um gerade mal die Karte der ersten Etage komplett aufzudecken. Ein Grund dafür ist der relativ hohe Schwierigkeitsgrad der Gefechte. Die Monster sind im Normalfall ein paar Stufen höher als ihr und oft in der Überzahl. Und wenn dann später erstmal die Magier dazukommen, spätestens dann werdet ihr eure Haare zerraufen. Darum hier meine Überlebenstipps, damit ihr es bis zum Pfuhl der Verdammnis schafft. Erstens, mein wichtigster Tipp von allen. Ihr könnt zwar eure Gruppe aufstellen, wie ihr lustig seid, aber nehmt unbedingt einen Kleriker mit. Der Priester ist die mit Abstand wichtigste Klasse in diesem Spiel, aus dem einfachen Grund, weil locker 60% aller Feinde untot sind. Der Kleriker verfügt über die wunderbare Gabe namens Untote Vertreiben, die mit jedem Level mächtiger wird. Niedrigstufige Zombies fallen dann meistens augenblicklich und endgültig tot um, und stärkere Wiedergänger werden wenigstens betäubt, sodass sich der Rest der Gruppe nur noch um die High Society der Verfaulten sorgen muss. Zweitens, ein Magier ist auch nicht verkehrt. Zwar nicht so wichtig wie der Priester, aber zumindest kann er von Anfang an den Zauber Schlaf lernen, der bei den Orks einige brenzlige Situationen entschärfen kann, bei denen das Vertreiben von Untoten natürlich nicht zieht. Hinzu kommt, dass der arkane Kollege Zauberstäbe nutzen kann. Warum ist er also nicht ganz so wichtig wie der Klerus? Weil Magier erst auf höheren Stufen ihr wahres Potenzial entfalten und viel Erfolg, hier eine hohe Stufe zu erreichen. Der Ablauf sieht nämlich wie folgt aus. Ihr werdet in 0, nichts Level 2 erreichen und dann war's das erstmal. Keine Ahnung, wie viele Horden an Zombies und Orks ich vermöbelt habe, wie viele Stunden ich in diesem Labyrinth zugebracht habe, aber die Menge an Erfahrungspunkten, die man üblicherweise durch Siege erhält, ist derart mickrig, dass Level 3 verdammt weit weg ist. Drittens, die Karte richtig nutzen. Damit meine ich, dass man sich Markierungen setzen kann. Das klingt erstmal nach einem Mehraufwand, wird aber dann ungemein zeitsparend, wenn ihr einen bestimmten Ort wiederfinden wollt. Oft genug kam es nämlich vor, dass ich über Truhen gestolpert bin, die nur mit einem bestimmten Schlüssel zu öffnen sind und die können sonst wo sein, gerne auch mal am anderen Ende der Ebene. Darum immer schön markieren, wo noch etwas zu tun ist, am besten gleich dazu, welche Schlüssel gebraucht wird, denn von denen gibt's reichlich. Viertens. Keinen unnötigen Ballast rumschleppen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber sobald man beispielsweise eine bessere Rüstung findet, dann die sofort anlegen und die alte wegschmeißen. Anfangs habe ich nämlich auch jeden Schrott mit mir rumgetragen, weil ich dachte, dass ich das dann verkaufe, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber ganz ehrlich, so viel bekommt ihr sowieso nicht für euer Gold. Ich finde die Händler sogar total überflüssig, denn der Krempel, den man im Dungeon finden kann, ist fast immer besser als das, was diese Wucherer anbieten. Es bringt wesentlich mehr darauf zu achten, dass die Belastung im grünen Bereich bleibt, denn ein paar Bewegungspunkte mehr können in manchen Kämpfen wirklich entscheidend sein. Fünftens, Umgebung bestmöglich nutzen. Das sollte eigentlich klar sein, oder? Ein unterirdischer Komplex, da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, den Feind in Engpässe zu locken. Oder fast noch wichtiger, Magier hinter ihren Bodyguards hervorzulocken und so schnell wie es nur geht auszuschalten. Also zumindest, wenn ihr nicht erpicht darauf seid, in gerade mal einer Runde gleich ein Bombardement aus Feuerbällen zu fressen. Sechstens und letztens, speichere früh, speichere oft. Ich denke, über das Gameplay solltet ihr nun ausreichend im Bilde sein. Die Grafik ist, wie ihr sehen könnt, ziemlich trist. Mit Ausnahme der Oberwelt gibt es viel Grau mit einer extra Portion Grau. Die Animationen der Figuren mögen durchaus in Ordnung gehen, aber trotzdem lässt sich nicht kaschieren, wie monoton dieses Verlies ausschaut. Der Soundtrack haut auch niemanden vom Hocker, da es der Musik an Abwechslung mangelt. Sie ist bestenfalls unaufdringlich, dudelt einfach so im Hintergrund rum und nach 20 Minuten nimmt man sie überhaupt nicht mehr wahr. Das wäre dann wohl alles. Ach ja, die Story. Sagen wir so, sie ist ziemlich einfach gestrickt. Große Bedrohung durch einen untoten Drachen und einer Sekte von vernarbten Magiern. Also schickt der schlaue Herr Elminster ein paar Helden aus, um die Sache in Ordnung zu bringen. Es stört mich in diesem Fall aber nicht weiter, denn es ist so offensichtlich, dass die Entwickler den Fokus rein aufs Gameplay gelegt haben und die Handlung nur brauchten, um dem Ganzen ein Ziel zu geben. Dialoge mit anderen Figuren wurden auf ein Minimum beschränkt, ebenso wie Rätsel. Das wird bestimmt nicht jedem zusagen, mir jedoch hat Pool of Radiance schon Spaß gemacht. Wer Hack and Slay mag und eine Herausforderung sucht, darf sich gern mal anschauen. Der Multiplayer ist auch nicht so übel, auch wenn dort der Schwierigkeitsgrad gerne mal in beide Richtungen völlig aus dem Ruder läuft. Nun, da die Worte des Wirts endlich versiegt sind, schaut ihr aus dem Fenster. Es ist längst tiefste Nacht herangebrochen. Das fliegende Laub zeigt euch, dass ein eisiger Wind aus Norden über die staubigen Straßen des Dorfes weht. Plötzlich schälen sich Umrisse aus der Dunkelheit. Eine weitere Heldengruppe, wie ihr bald erkennt. Sie sind zu fünft. Die anmutige Kriegerin Genesi. Dafür wirst du bluten, elendiger Hund! Der mächtige Magier Hude. Kein Job ist zu schwer, kein Honorar ist zu hoch. Der geheimnisvolle Waldläufer Schizo. Also, das ist doch... Kann ich denn keine 5 Minuten meine Ruhe haben? Die chaotische Priesterin Lena. Debbie, was ich?
Coole Sache. Der schelmische Barde Yuki. Für Ruhm und Modern Talking. Sie sind gekommen, um ihr altes Gruppenmitglied zu besuchen. Den jetzigen Wirt und früheren Dieb, Paraporius. Nicht mal Lupin könnte das besser als ich. Denn sie sind die 6 legendären Helden des Eisventals.